Ladies and Gentlemen, stand up für deinen Lieblingsangler. Ich lass die Rute wieder hängen in der Tiefseelandschaft. Heute bomb ich an den Haken eine Tigergamba. Wenn ich's beiß, schmeiß ich einfach Dynamit am Sandstrand. Ich bin dein Lieblingsangler, hey, dein Lieblingsangler. Wir können fangen Doraden, Sargos, wir können eigentlich alles fangen. Wunderschöner kleiner Palometan. Sehr giftig, wie Sushi essen. Der Penis des Meeres. Good morning, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Und zwar geht es in diesem Tutorial darum, wie mache ich Girls am mallorquinischen Badestrand klar. Viele haben damit Probleme. Mit diesem Tutorial klappt das auch, wenn ihr mit eurer Freundin im Urlaub seid. Witz beiseite. Jetzt wird's ernst. Es geht ums Rockfishing. Damit kommt auch ihr zu eurem mallorquinischen Urlaubsfisch. Ich erkläre euch das Angelgerät, unsere Köder und dann geht's ans Wasser. Wir haben eine 15 Gramm vertikale Jig-Rute. Mega geil, mega kurz, mega leicht. Haben eine 2000er Pen-Spule, Pen-Rolle, bespult mit 10er geflochtenen, 24er Fluorcarbon-Vorfach. Das ist ausreichend für diese leichte Angelei. Kleine, wie nennen wir sie? Kleine Snaps. Und jetzt kommt der absolute Schisselmenüsseldissel. Erst kommen wir noch zu den Jig-Köpfen. Wir angeln Major-Kraft, Dart-Type, Bongs, Jig-Para-Head. Und zwar haben die 3,5 Gramm, richtig leicht. Und Major Kraft Paraworms, einmal in Orangeglitzer, einmal in leuchtend fluoreszierend. Jetzt gleich geht's ans Wasser und dann werden wir mal sehen, ob wir einen schönen Fisch fangen können. Und somit werdet ihr auch in eurem nächsten Mallorca-Urlaub nicht ohne Fisch nach Hause fahren, auch nicht ohne Freundin, sondern mit beiden. Also, peace out, meine Lieben, bis gleich. Meine Freunde, es geht los. Ich erkläre euch mal die Technik und was wir so fangen können. Ich habe hier diesen geilen Paraworm montiert. Wir können fangen Palometon, Petermännchen, die giftigen. Wir können fangen Scorpodas, der braune Drachenkopf auf Deutsch. Auch da aufpassen, sind auch giftig. Wir können fangen verschiedene Kleinfischarten, Wackers. Wir können fangen Doraden, Sargos. Wir können eigentlich alles fangen. Die Technik folgendermaßen. Wir schmeißen rein, lassen den Köder auf den Grund absacken. Machen dann drei Schläge, klack, 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 holen wieder ein, klack, 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 holen wieder ein. Das ist schon alles, eigentlich ganz einfach und irgendwann rubbelt's. Und dann ziehst du, was das Zeug hält und holst das Gerät raus. Ja, wir können auch Bluefisch fangen, Bluefisch ganz vergessen. Und wenn sich mal ein schöner Karpfen hier verirrt, beißt sogar einen Karpfen an. Parawürmer schmecken allen. Paraworm, wuhu! Hier ist aber ein Pescado Grande. Oh, Picada. Wow. Wow, lo tengo. Lo tengo. Da ist einer dran, meine Lieben. Sehen wir mal, was hier rauskommt. Wow. Oh, oh, oh. Palometons, da kommen sie. Guck mal, Lulu. Mira ahí. Da sind sie. So, ich wusste es doch, da beißt was beim Darten. Da beißt was. Da haben wir ihn. Wunderschöner kleiner Palometon. Ganz vorne gehakt. Hier kann man ihn sich einmal angucken. Und jetzt setzen wir ihn zurück. Süßes Fischchen. Rein mit dir. Und da haut er ab. So, das war schon mal erfolgreich, meine Lieben. Erste Fisch hat Palometon. Da geht natürlich einiges mehr. Wolfsbarsche, Bluefisch, eigentlich alles. Eigentlich fangen wir hier mit alles. Mit den kleinen Darts. Sogar der ein oder andere Pulpo kann hängen bleiben. Oktopus. Mega. Und da hinten seht ihr die super sexy Fische. Sich am Knutschen. Wie sie am Knutschen sind. Ah, schön. Die Zunge da reinstecken und richtig durchschlappern.
Schwein! Oh, lo tengo! Hey! Hey! Die nächste Fischart! Und zwar haben wir jetzt einen giftigen. Das ist der Scorpora. Von ihm sollte man sich besser nicht stechen lassen. Ach, guckt euch diesen wunderschönen Fisch an. Wir passen hier schön auf. So, meine Lieben. Da ist er ab, der Gute. Guckt ihn euch nochmal an. Wunderschöner Fisch. Sehr giftig. Ja, Mann, da ist er. Und jetzt sah er zurück, der kleine Süße. Super cool. Und weg ist er. Juhu. So. Das gehört auch dazu. Auch wenn wir hier bei einem Tutorial über den Paraworm sind, den Müll immer aufsammeln und wegschmeißen. Wir sind ja keine Schweine. Wuhu! Und zwar haben wir hier eine Wacker. Ei, wie schön. Schmecken sehr gut im Eintopf, im Fischeintopf, aber der ist noch ein bisschen klein. Ups! Oh! Den setzen wir jetzt zurück. Pescado! Lulu! Fisch! Fisch, 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 Fisch! Juhu! Da haben wir die kleinste Wacker der Welt. Wunderschöner Fisch. Wunderschöner Fisch. Jetzt aber sofort zurück. Aua! Hey! Übrigens, wenn man so einen Fisch küsst, wenn man sich freut und den zurücksetzt, dann ist das fast so, als wenn man Sushi isst. Das lässt so einen schönen, leckeren, fischigen Geschmack auf der Zunge zurück, ja, auf den Lippen. So, zum Abschluss des Tutorials fahren wir jetzt nochmal an einen anderen Platz und versuchen dort nochmal einen schönen Fisch aus dem Wasser rauszuziehen. Rafa hat Spielmannslaune. Hello. Der geht schon wieder ab wie eine... Naja, wer weiß, was der schon wieder heute gefrühstückt hat. So, meine Lieben, letzte Chance für das Tutorial, noch einen schönen Fisch ans Band zu bekommen. Ja, gucken wir, ob wir noch was rauszubbeln können. Und wenn ihr dann das nächste Mal auch in Mallorca seid, dann nehmt ihr euch eine kleine Rute mit und dann dartet ihr mal und dann werdet ihr sehen, wie geil das ist, schön einen abzudarten. Okay, Sesso. Was ist das? Ach Mann. Ich dachte schon, da kommt irgendwas. Was haben wir hier? Ein Holzkarpfen. Nein. Das ist Pepino del Mar. Eine Meeresgurke. Also hier haben wir eine schöne Meeresgurke. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Meeresgurke fange. Ja. Dem gebe ich mal keinen Kuss. Ja, setze ich ihn zurück. Ciao, Meeresgurke. Da ist sie, die Meeresgurke. Ah, seht ihr, auch das fängt man beim Darten. Boah, da war sie dran, die Sepia. Boah, da war eine kleine Sepia. Sie hat auch einmal ganz kurz angepackt, aber naja, weg ist sie.
Okidoki, mein Lieben. Das Tutorial ist vorbei. Am Ende haben wir eine fette, schöne Meeresgurke gefangen und jetzt wird nochmal schön gerappt. This is where I'm hot, man. Yo. Ich lass die Bartes pappen mit nem Club. Linken Krack, mit meinem Bruder kennt den nächsten Schlag. Bin bekannt, welcher als Münzen, this is where I'm hot. Hörst du mir auf meine Nikes? Aber cut. Da geht noch einer rein von dem feinen Zeug. Keiner kann was anderes sagen, Junge, bei mir läuft. Der gute Rom hat uns meine Stadt betäubt. Augen rot, als hätten wir gerade einen eingestreut. Geht auf den dicken Bands, ich den dichten Bart. Schmeiß die Scheine, rief auf der die Uniform geht ab. Ein Schein, zwei Schein, heute ohne Stuff. Mein Baby, mein Panz für mich und zwar die ganze Nacht. Juicy Girls aus Panama, Zigarre, Bahn, ich Havana. Die Luft brennt hier drin, Savannah. Mit 300 durch den Club, Yamaha 400, kein K durch den Club. Money, Mami, Pop, this one, Pop. Meine, fuck you, du Schädel, mein Lidl. Okay, ich bin raus, ich bin raus. Peace out, yo, 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 yo.